3, 2, 1, los. Nee, war echt voll Stress. Hallo Alexander. Hallo. Freut mich total. Schön, dir zu sehen. Ich habe hier noch einen Buzzer mitgebracht. Immer wenn Sie etwas unverständlich für Kinder erklären oder sich so ein bisschen drin rumhängen, das machen Politiker nämlich manchmal, dann drücke ich darauf und Sie müssen es nochmal ganz kurz und prägnant erklären. Nochmal von vorne anfangen, alles klar. Ja. Auf Ihren Wahlplakaten sind Sie ja immer ganz grün im Gesicht. Sind Sie Fan von Schreck oder warum machen Sie das so? Gute Frage. Das habe ich auch als erstes gedacht, als unsere Werbeagentur uns die gezeigt hat. Nee, ich will deutlich machen, zum einen ist Grün ja die Farbe der Hoffnung. Ja, wir können gemeinsam in unserem Land ganz, ganz vieles besser machen. Grün ist die Farbe meiner Partei. Grün ist die Farbe von Umweltschutz. Wollen Sie beim Thema Klimaschutz mehr auf Verbote setzen oder lieber auf neue Technologien zum Beispiel? Beides. Ich glaube, wir haben noch nicht alle Sachen erfunden, wo man noch besser beim Klimaschutz sein kann. Zum Beispiel wissen wir jetzt, wie Autos sauber werden, indem wir Elektroautos fahren. Aber das Recycling von den Batterien, das fängt gerade erst an. Und andere Sachen müssen wir aber auch verbieten. Wenn ich sage, wir wollen keine Kohlekraftwerke mehr haben, dann bedeutet das ja auch, ich muss sagen, okay, die werden abgeschaltet. Was ist denn aber jetzt das Allerwichtigste? Also was ist erstmal das Wichtigste? Verbote oder neue Innovationen? Nee, das ist, auch wenn du sagst, ich soll das eine oder das andere sagen, wenn wir nur eine Sache machen, dann sind wir zu langsam. Was bedeutet es zu sagen, etwas ist sass? Das ist mir nicht so ganz geheuer, das ist mir so ein bisschen heikel. Ja, es heißt verdächtig von suspicious. Suspicious, also, ja, suspekt, ja. Von wem ist das Lied Save Your Tears? Ich kenn's, aber ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat. From The Weeknd. Ja. Mal. Wie gucken Sie, wenn Sie sich selbst auf Wahlplakaten sehen? Ist das schön, mich zu sehen? Wie gucken Sie, wenn Sie mal so richtig ausschlafen? Wie gucken Sie, wenn Sie geblitzt werden? Sie sind ja auch mit Hühnern und anderen Tieren aufgewachsen. Hatten Sie eigentlich einen Lieblingshuhn? Also ich fand als Kind die Küken immer am süßesten, aber das ist ja so, die Küken wachsen schnell auf. Und das muss man ganz scharf nachdenken, wie unsere Hühner eigentlich hießen. Ich glaube, eins hieß Lotte, wahrscheinlich mein Lieblingshuhn. Sie wollen außerdem, dass in den Schulen mehr Game-Based Learning eingeführt wird. Was ist das eigentlich? Dass man, wenn man zum Beispiel gerade Geografie guckt, wie ist eigentlich Deutschland aufgebaut, ein Spiel mit einbaut, weil es einfach besser zu lernen ist, wenn man Punkte sammelt, wenn man die Landeshauptstädte auch richtig zuordnet. Also solche Dinge mit in den Unterricht einzubauen, um darüber auch zu sprechen, was bedeutet eigentlich Gaming, wo muss man aufpassen im Internet, das, was eigentlich Alltag von euch allen ist, auch in der Schule wirklich zu lernen, und zwar für jedes Kind. Ich habe gehört, Sie essen sehr gerne. Gibt es etwas, das Ihnen so überhaupt nicht schmeckt? Rote Beete. Mag ich gar nicht. Sie waren ja früher Trampolinturnerin, deswegen habe ich jetzt noch eine Challenge für Sie vorbereitet. Sackhüpfen. Cool, gut, dass ich heute nicht meine Stöckelschuhe anhabe, sondern solche Blockabsätze. Auf geht's.